am Ende des kleinen Walsertals, im Schatten des großen Wittersteins, befindet sich die Unspitze. Wer sie besteigen will, muss über einen schmalen, ausgesetzten Grat. Wer sie überschreiten will, muss über Steigras runter. Das Ganze lässt sich zu einer lohnenswerten Runde ausbauen. So, guten Morgen. Heute machen wir mal eine Meergipfeltour im kleinen Walsertal. Unter anderem sind die Ziele Unschenspitze und Unspitze. Geht ein bisschen so querfeldein, auch mal abseits von Wanderwegen. So, also wollen jetzt ein bisschen weglos den Wannenberg hoch. Zum Teil muss man auch durch ekelhaftes Dickicht. Wer das vermeiden will, kann einfach den normalen Wanderweg zum Unschenpass nehmen und dann bei der hinteren Unschenspitze die Tour einsteigen. Ihr könnt im Video das Wannenberg-Kapitel einfach überspringen. Zunächst geht es über Wiesen am Waldrand hoch. So, jetzt gehen wir jetzt auf den Rücken weiter. Also wir gehen jetzt da rechts, verlassen die Wiese. Ansonsten wird es zu steil werden. Also wir sind jetzt auf dem Gratrücken, Kammrücken eigentlich hier. Und man sieht, es gibt so einen, ja, so einen Pfad, leichten Pfad erkennbar, und den gehen wir jetzt dann weiter hoch. Ja, schon etwas mühsam, aber Alex macht es hervorragend. Also es ist eine deutlich sichtbare Weganlage. Es wird auch etwas flacher. In der Mitte seht ihr den kleinen Wittersteins. Dazu gibt es ein Video von mir, das habe ich euch oben rechts verlinkt. Also hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, aber die linke ist die bessere. Also es war doch falsch, man hätte rechts gehen müssen. Und dann geht es hier nämlich relativ elegant an den ganzen Buschwerk vorbei. Ah, gut. Also am besten dort, wo der Tümpel ist, quasi hier auf diese Seite queren. Dann gibt es so einen Pfad. Und dann den Pfad dann auch wieder so einbiegen und dann geht es hier hoch, so ein Wildwechsel. Alles andere ist uferlos. Also nächstes Buschwerk, vermutlich rechts rum. Also so schaut es jetzt hier aus. Schön und angenehm ist was anderes. So, das ist wohl der Gipfel vom Wannenberg ohne Gipfelkreuz. Kurzes Fazit, so weit, so her. Komplett alles unmarkiert. Teilweise keine Weganlage vorhanden. Mittendrin so ein bisschen zart ein Weg vorhanden. Dann zwei, dreimal unangenehmes Buschwerk zu überwinden. Ja, das ist der Hochweg. Also, schöner Wanderweg ist natürlich was anderes, aber spannend.
So, hintere Inschenspitze. Also da drüben rüber wird es zur Inschenspitze gehen. Die lassen wir jetzt dann doch weg. Und nicht so viel Zeit am Aufstieg liegen lassen haben. Und dann wäre es dann schon sehr gedrängt jetzt der Rest des Tages. So, Güntle Spitze schon in Sicht. So, Güntle Spitze ohne Gipfelkreuz. Wir haben uns entschieden, jetzt noch die Bergköpfe, die hier drüben sind, noch mitzunehmen. Überschreitung von der Unspitze, schauen wir mal. Das Wetter scheint zu halten. Ist ja in dem Sommer leider keine Selbstverständlichkeit. So, jetzt gehen wir ein bisschen querfeld ein hier über die Wiese. Zum Einstieg auf den Grat von der Rundspitze. Aber es ist zu extrem steil. Geht schon. Also, Gras ist hier schon steiler, aber immer noch ganz gut gehbar. Ja. So, da sind die Derraköpfle. Und von der Güntlespitze kommen wir hier. Sind wir so da rüber und dann hier. Thank you.
Gipfel gerade schon in Sicht. Wo hättest du gemeint? Da unten? Da unten rum, aber. Ja. Wahrscheinlich oben drüber besser. Und leichter. Ja, würde vielleicht sogar auch gehen, aber. Ist auch nicht so toll. Da unten bei der ersten gröseligen Stufe hat er sich auch umgedreht. Okay. Das war unheimlich. Definitiv. Nicht geschenkt. Wahnsinn. Und Spitze. Wow. Ganz schön ausgesetzt. Also von da oben kommen wir, schaut gar nicht so wild aus irgendwie, und wir gehen jetzt da durch, das hat relativ sanfte Steigung, sanftes Gefälle. Also das Gefälle ist jetzt wirklich nicht mehr so dramatisch, aber man muss schon noch vorsichtig bleiben, steil ist es schon noch. Gerade hatten wir nicht ganz optimal, wenn man so sieht, ist der auch nicht ganz ohne. Da ist die Alpe.
So, jetzt sind wir nochmal in der mittleren Spitalalpe eingekehrt. Nochmal ein kurzes Fazit, nachdem jetzt wirklich nur noch ein normaler Wanderweg auf uns wartet. Tolle Tour. Empfehlenswert wäre vielleicht, den Wannenberg auszulassen und statt die Route, die wir jetzt gemacht haben, über den normalen Wanderweg über den Inchenpass zu laufen und dann bei der hinteren Inchenspitze einzusteigen. Alternativ kann man natürlich noch dann die Inchenspitze noch mitnehmen. Ja, ansonsten sehr empfehlenswerte Route. Hat Spaß gemacht.